ganzen goldenen Nachmittag, ihr gleitet mühelos. Denn unser beider Ruder mit wenig Können, von kleinen Armen genötigt, deren kleine Hände vergebens vortäuschen, unser Wandern zu leiten. Alle Krieg wird damit. Am 18. Juni um 7.95 Uhr und 12 Sekunden abends, Emily beschloss, dass sie niemals mehr Fleisch essen würde, das von einer Person zubereitet wurde, nicht mit ihr Blut verwandt ist. Sie nannte sich selbst Sozialvegetarier. Emily hatte gelernt, von niemand etwas zu erwarten. Im Glauben an Shakespeare: Erwartung ist die Wurzel allen Kummers. Besonders wenn ihr ein Fisch gereicht wurde von einem Mann, der beschlossen hatte, sein gesamtes Leben in einem Raum zu verbringen, der 1x2 Meter maß. Es gab ihr Mut in schweren Zeiten. Gattung, keine ferne Macht. Gattung, keine ferne Macht. Cs Lewis hatte einmal gesagt: Zukunft ist etwas, das jeder erreicht, mit einer Rate von 60 Minuten die Stunde. Was auch immer er tut, wo auch immer er ist. Emily fand hoffentlich Fuß in diesen weisen Worten, sobald sie begann, Sodbrennen zu empfinden, nachdem sie versehentlich auf eine Schnecke getreten hatte. Auf den ersten Blick wusste Emily, dass diese bekleideten Formen ihre Freunde nicht gewählt hatten, ob ihrer Schönheit, ihre Bekanntschaft nicht, während deren guter Charaktere, oder ihre Feinde, ob deren Intellekt. Sie waren Pöbel. Pöbel für wahr. Come on,
Wir haben in den Kammern Meeresgewalt, bei Seejungfrauen bekränzt mit Rot und braunem Seekraut, bis menschliche Stimmen uns wecken und wir ertrinken. This be error. This be error. Lux hip times fool. This be error. This be error. Lux hip times fool. This be error. This be error. Lux hip times fool. This be